Was sind Kristalle? Schaut euch diese erstaunlichen Formen und Strukturen an. Wunderschön, mächtig und lebendig. Kristalle sind die Essenz der Manifestation des Lebens in der Erde, die Blüte des mineralischen Teils der Erde. Das Verständnis der Energien und Formen von Kristallen kann dein persönliches Wachstum stark unterstützen. Sie sind ein sehr grundlegendes Bewusstsein, nicht so komplex wie andere Lebensformen. Kristalle denken nicht wie Menschen und haben keinen Organismus wie Pflanzen. Aber sie sind auch lebendig, und das werde ich euch heute demonstrieren. Kristalle sind definiert als mineralogische Körper mit einer charakteristischen inneren Struktur, umgeben von einer Symmetrie ebener Flächen. Sie sind aber viel mehr als das. Alles im Universum ist Schwingung und existiert auf vielen verschiedenen Schwingungsebenen gleichzeitig. Unsere Körper sind auf der physischen Ebene, aber was wir hören, befindet sich auf einer anderen Schwingungsebene, genau wie Gerüche oder auch Gedanken. Kristalle schwingen auf mehreren Frequenzen gleichzeitig. Gesundheit ist der natürliche Zustand jeder Form im Universum, wenn man die Schwingungsexistenz der Realität bedenkt. Gesundheit steht für die Balance und Harmonie der Schwingungen in etwas. Wenn Energiemuster unterbrochen werden, erleben wir das, was wir als Krankheit kennen, eine Disharmonie des Körpers. Disharmonische Energiemuster sind verantwortlich für alle negativen Symptome, die wir erleben, von simplen Kopfschmerzen bis hin zu Krebs. Kristalle und Edelsteine schwingen ohne disharmonische Felder. Auf der physischen Ebene gehören sie zu den stabilsten, ausbalanciertesten und stärksten Strukturen überhaupt. Ihre stabile physische Struktur reflektiert ihr inneres, kohärentes, energetisches Muster. Auf physischer Ebene scheint ein Kristall außerhalb deines eigenen Körpers zu existieren, aber auf höheren Ebenen überlagert sich das eigene Energiefeld mit dem des Kristalls. Diese Interaktion verändert dich durch deinen Energiekörper. So kann deine energetische Struktur ausbalanciert werden und in gewisser Weise kann so deine Heilung und deine Entwicklung unterstützt werden. Dein Bewusstsein entscheidet natürlich darüber, wie du mit den Frequenzen von Kristallen umgehst. Ich sage nicht, dass Kristalle dich auf jeden Fall heilen, denn wenn du dich wehrst und nicht empfänglich für ihre Schwingungen bist, wirst du weiterhin aktiv Disharmonien in dir selbst kreieren. Aber Kristalle können durchaus benutzt werden, um dir zu helfen, in einen fließenden und harmonischen Zustand zu gelangen. Kristalle wurden seit Beginn der Zivilisation benutzt und verehrt. In der Bibel werden Kristalle über 200 Mal erwähnt. Edelsteine wurden bei der Grundsteinlegung von Neu-Jerusalem benutzt. Sie wurden auch beim Harnisch von Aaron, dem hebräischen Hohepriester, verwendet. Kristalle wurden in den Ruinen Babylons und in den Gräbern ägyptischer und chinesischer Herrscher entdeckt. Die Struktur der Kristalle basiert auf Formen der heiligen Geometrie. Zunächst sind da die fünf platonischen Festkörper. Alle atomaren und molekularen Strukturen basieren auf diesen fünf Formen. Zusammen erschaffen sie die Strukturen, durch die sich das Universum manifestiert. Hier ist die atomare Struktur eines Beryllkristalls. Es ist die Blume des Lebens, das Muster der Schöpfung. Nicht alle Kristalle sehen genauso aus, alle haben ihre eigene besondere Geometrie. Es gibt sechs Kategorien von Kristallen. Natürlich scheint es unzählige Formen zu geben, aber alle gehören in diese sechs Kategorien. Isometrisch, tetragonal, hexagonal, orthorhombisch, monoklin und triklin. Im Wesentlichen bauen alle diese Systeme auf dem Hexaeder, also dem Würfel, auf. Eine der wichtigsten Eigenschaften von Kristallen ist, dass sie Schwingungen übertragen. Die metaphysische Perspektive ist, dass wir durch Kristalle Gedanken und Emotionen übermitteln können, aber macht das wissenschaftlich Sinn? Wusstest du, dass moderne Computertechnologie zum Großteil auf Kristallen basiert? Oder denk an das Radio. Im ersten Radio war ein Kristall mit einem Draht verbunden. Die Frequenzen wurden dabei durch den Kristall übertragen. Aufgrund der sehr stabilen molekularen Struktur wird Quarz häufig in der Technologie verwendet. Der Nobelpreisträger Marcel Vogel entdeckte, dass Kristalle wie Silikonchips in Computern mit der Kraft des Bewusstseins programmiert werden können. Normalerweise werden bei einem Computer die Gedanken durch das Drücken der Tasten elektrisch zu den Silikonchips übertragen. Gedanken sind auch eine Energieform, die absichtsvoll bewegt werden kann. Er kam zu dem Schluss, dass Kristalle ohne Elektrizität und einfach durch Gedankenenergie programmiert werden können.
Quarz besteht aus Silikon und Sauerstoff. Diese Kombination kennen Geologen als den Grundstein aller Mineralien. Das lebendige Element in Kristallen ist das Silikon. In den 50ern fand man heraus, dass Silikon ähnliche Attribute hat wie Kohlenstoff. Im Periodensystem befindet sich Silikon eine Oktave unter Kohlenstoff. Es wurden Schwämme in der Tiefsee entdeckt, die zu 100% aus Silikon bestehen. Silikonbasiertes Leben gibt es also nicht nur theoretisch, sondern auch hier auf diesem Planeten. Die Erdkruste besteht zu 25% aus Silikon. Aber wenn man dann noch die Verbindungen hinzuzählt, die Silikon eingeht, bestehen ca. 80% der Erdkruste aus Silikonverbindungen. Wir fliegen buchstäblich auf einer Kristallkugel durch den Weltraum. Der Begriff Mutter Erde ist aktueller denn je, während wir lernen, dass die Erde ein bewusstes und lebendiges Wesen ist. Sie spürt dich und alles, was auf ihr stattfindet. Die Energien in Kristallen sind universell. Wenn du dich mit einem Kristall verbindest und offen bist und durch dein höheres Selbst kreativ mit der Energie spielst, kannst du die Energien aus dem gesamten Universum kontaktieren und synthetisieren. Daher sind Kristalle auch so mächtig und daher sollten sie nur mit den reinsten Absichten durch das höhere Selbst benutzt werden. Durch deine Absicht kannst du deine persönliche Energie mit der des mineralischen Königreiches verbinden, was dir helfen kann, dich auf Liebe, Licht und das Beste für alles zu fokussieren. Auch wenn in jedem von uns schon die grenzenlose Kraft des Universums steckt, haben wir Menschen gerne Unterstützung. Jeder Kristall hat seine eigene Energie und seine eigene Persönlichkeit. Jeder kann auf einzigartige Weise dabei helfen, die Mysterien unserer Existenz zu begreifen und es auf unserem Lebenspfad vorwärts zu bewegen, während wir ihn bewusst erfahren. Heute, wo mehr und mehr Menschen aufwachen, werden wir uns unseres alten Wissens und unserer Weisheit immer bewusster. Dazu gehört auch das Wissen über Kristalle. Kristalle sind von monumentaler Bedeutung für die menschliche Entwicklung. Sie bringen Liebe, Licht und Inspiration für alle, die mit ihren inneren Dämonen zu kämpfen haben. Alles wird immer extremer, aber dadurch bekommen Menschen auch mehr Gelegenheiten, die nötig sind, um die eigenen Schwingungen auf eine höhere Ebene zu transformieren. Heilung muss von innen kommen. Nur weil du dir Kristalle zulegst, wirst du nicht automatisch glücklicher, schlauer oder sonst was. Sie sind wie ein guter Freund, der sich wirklich um dich sorgt. Sie geben dir Energie und Aufmerksamkeit, das ist ihre Natur, aber du musst diese Unterstützung auch erlauben und dein Herz für diese Schwingungen öffnen. Woher bekommt man Kristalle? Es gibt viele Optionen. Am leichtesten ist es im Geschäft. An jeder größeren Stadt gibt es welche für Edel- und Heilsteine. Es gibt dort tonnenweise Taschensteine, die man schon für 50 Cent oder ein paar Euro bekommen kann. Je größer, desto teurer. Wenn du größere Kristalle suchst, ist es billiger und lustiger, selbst in Kristallminen zu gehen. Manche Minen erlauben das und dann gibt es auch noch Sand- und Wasserminen. Das macht Spaß und ist wirklich empfehlenswert. Wenn du mehr über die Eigenschaften von Kristallen lernen willst, kannst du natürlich auch einfach bei Google nach Kristalleigenschaften suchen. Es gibt massenhaft Seiten mit Informationen über die Schwingungen und Charakterisierungen von Kristallen. Kristalle und Edelsteine gehören zu unseren mächtigsten Werkzeugen im Hier und Jetzt. Und um sie möglichst effektiv einzusetzen, muss man den bewussten Umgang mit ihnen erlernen. Wenn wir erkennen, dass unser Energiefeld von dem des Kristalls beeinflusst wird, können wir auch die alchemische Reaktion in unseren Körpern und unserem Geist erkennen und wir können Kristalle als die mächtigen Werkzeuge benutzen, die sie sind. Wir können sie täglich benutzen, um unsere Gesundheit, unser Bewusstsein und unsere Entwicklung auf vielen Ebenen zu unterstützen. Auf meinen Reisen durch das Leben, die Realität und das Universum gehörten Kristalle zu meinen interessantesten Entdeckungen. Ich will jetzt noch genauer erklären, was man mit ihnen machen kann. Viele haben bereits Kristalle, aber sie können viel mehr als nur auf dem Regal liegen, von wo aus sie einen natürlich auch schon unterstützen können. Ich will jetzt ein paar Anwendungsmöglichkeiten im Alltag demonstrieren. Zunächst mal kann man Kristalle aufladen. Genau wie wir können Kristalle Nahrung aufnehmen. Sie werden zwar nicht sterben, wenn sie keine bekommen, aber wir nehmen nicht gerne mal was zu sich. Man kann Kristalle zum Beispiel mit größeren Kristallen aufladen, wenn man einen größeren auf einen kleineren ausrichtet. Man kann auch ein Muster formen. Es gibt aber noch einen sehr viel einfacheren Weg: Sonnenlicht. Genauso wie wir Energie durch Sonnenstrahlen aufnehmen, laden sich auch Kristalle in der Sonne auf. Wenn man sie einen Nachmittag in der Sonne lässt, werden sie eine ganze Weile vor Energie sprühen.
Sie sind wie wiederaufladbare Batterien, die sich in der Sonne aufladen. Wenn sie nicht aufgeladen sind, geben sie nicht so viel Energie ab, wie sie könnten, wenn sie voll aufgeladen werden. Man kann Kristalle reinigen, indem man sie in Salzwasser badet, wenn möglich in Meersalz oder Pink im Himalaya-Salz. Man kann sie natürlich auch direkt in den Ozean eintauchen. Man kann sie auch beräuchern, was sie reinigt und glücklich macht. Wenn man sie einen Tag in braunen Reis tut, erdet man sie und balanciert ihre männlichen und weiblichen Energien. Wenn du ein Kristall bekommst oder einen gekauft hast, es ist wichtig, dass du ihn programmierst. Dies geschieht durch die Energie deiner Gedanken und Emotionen. So kannst du einen Kristall zum Beispiel programmieren, der Liebe, dem Licht und dem Wohlergehen von allen zu dienen. Dein Chakrasystem nimmt durch den Körper hindurch verschieden hohe Frequenzen auf. Die Energie der meisten Kristalle ist in Resonanz mit einem oder mehreren Chakren und sie können dir sehr dabei helfen, deinen Energiekörper zu harmonisieren. Ein bequemes Mittel dafür sind Taschensteine. Trage einen Kristall deiner Wahl so lange mit dir herum, wie du willst. Wenn du in einem bestimmten Lebensbereich viel Unterstützung brauchst, kannst du einen Stein für eine ganze Weile bei dir haben. Schau nach einer gewissen Zeit auf deine Erfahrungen zurück und vergleiche sie mit den zugeschriebenen Eigenschaften des Kristalls. So habe ich mit Kristallen angefangen. Ein Freund gab mir einen Kristall, den ich einen Monat bei mir tragen sollte. Ich wusste nicht, was es sollte, aber ich tat es. Nach dem Monat fand ich heraus, dass meine Erfahrungen in dieser Zeit genau zu der Charakterisierung des Kristalls passten. Seitdem bin ich von der Erforschung von Kristallen fasziniert. Ich produziere oft, was ich heiliges Wasser nenne. Es ist sehr einfach. Man legt einfach einen Kristall für eine gewisse Zeit in ein Glas oder eine Flasche mit Wasser, bevor man es trinkt. 24 Stunden sind empfohlen, aber schon wenige Stunden machen einen Unterschied, vor allem wenn man auch noch mit dem Wasser meditiert. Man kann das Wasser mit dem Kristall auch einen Tag im Mond- oder Sonnenlicht stehen lassen. Du kannst auch mit verschiedenen Kristallen kreativ werden. Einen Tag tust du ein Amethyst ins Wasser, dann vielleicht mal ein Zitrin. Dies hat mit dem Phänomen zu tun, das der Forscher Masaru Emoto untersuchte, das Wasser, welches gesegnet wurde, in gefrorenem Zustand wunderschöne Kristalle bildet, während mit negativen Gedanken und Emotionen beeinflusstes Wasser hässliche Kristalle bildet. Wir machen irgendwann ein separates Video über Wasser und gehen da ausführlicher darauf ein, weil das viele interessiert. Ich erwähne das jedenfalls, um euch zu ermutigen, das selbst auszuprobieren. Ich empfehle, mehrere Kristalle für 24 Stunden im Wasser zu lassen. Vergleiche das dann mit Wasser, in dem keine Kristalle waren. Du kannst auch mit dem Kristallwasser meditieren und Liebe und Gesundheit in das Wasser projizieren. Schau, ob du den Unterschied schmecken kannst. Ich habe das oft probiert und merke den Unterschied immer, genauso wie die meisten Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe. Ich finde, dieses Wasser ist dann sanfter und sauberer. Wasser mit Kristallen aufzuladen ist wirklich ein guter Weg, um seinen Körper mit lebendigem und gesundem Wasser zu versorgen. Kristallgitter. Ich habe vorher schon mal in einem Video demonstriert, wie man ein Kristallgitter in seinem Haus aufbaut und wofür es gut ist. Es ist ein energetisches Netz, das dein Haus oder deine Wohnung mit Energie füllt, wobei man mehrere Kristalle bewusst anordnet und aufeinander ausrichtet. Wenn du größere Kristalle und vielleicht auch einen Stabkristall hast, kannst du dieses Netz auch um dein Haus herum aufbauen oder wo auch immer du bist. Wenn du die Kristalle anordnest, hilft es, wenn sie sich in einer geometrischen Ordnung befinden, wodurch der Energiefluss gestärkt wird. Mit einem Stabkristall kannst du alle Kristalle bewusst miteinander verbinden. Man zeigt dazu einfach mit dem Stabkristall auf den zentralen Kristall des Netzes, normalerweise ein Quarz oder den jeweils größten. Verbinde dann die einzelnen Kristalle mit deinen Gedanken, während du mit dem Stabkristall das Netz nachziehst. Mache das mit allen Kristallen. Wie du das Muster anordnest, ist vollkommen dir selbst überlassen. Lass dich von deiner Kreativität inspirieren. Du kannst auch eine bestimmte Absicht in den zentralen Kristall programmieren, zum Beispiel Fülle, Heilung oder spirituelle Entwicklung, und lass diese Energie dann durch das Netz fließen. Ich hatte auch wunderbare Erfahrungen damit gemacht, Kristalle im Bett zum Aufladen der Chakren zu benutzen. Wenn du deine Kristalle in der Sonne aufgeladen hast, nimm 7 Stück, einen für jedes Chakra, und tue sie unter deine Matratze, sodass sie sich auf der Höhe deiner Chakren befinden, wenn du im Bett liegst. Du kannst vorher auch mit ihnen meditieren und ihnen danken, damit sie möglichst effektiv arbeiten. Dann geschlafen.
Praktisch jedes Mal, wenn ich das mache, wache ich schon nach 4 oder 5 Stunden wieder auf. Ich fühle mich dann immer voll aufgeladen und hellwach, als wäre ich ein MP3-Player, der über Nacht aufgeladen wurde. Keine Morgenmüdigkeit und so, es ist phänomenal. Ich hatte auch faszinierende Träume und ich erinnere mich sonst manchmal gar nicht an meine Träume. Ich sage nicht, dass das jedem passiert, aber das sind meine Erfahrungen und ich würde gerne die Berichte von Erfahrungen anderer hören. Es ist übrigens nicht zwingend notwendig, die Kristalle unter der Matratze zu platzieren. Du kannst sie auch ins Kissen oder auf den Nachtschrank oder so tun, ganz wie es dir passt. Wir können nicht über Kristalle reden, ohne über Meditation zu reden. Man kann in der Meditation so viel von Kristallen lernen, und sie können einem auch sehr dabei helfen, diesen friedlichen und meditativen Zustand zu erreichen. Man kann im Lotussitz sitzen, mit Kristallen in den Händen oder einem Kristall auf dem Schoß oder irgendwie neben einem. Man kann sich auch hinlegen und über jedem Chakra einen Kristall platzieren und seinem Körper erlauben, mit den Kristallen eine energetische Verbindung einzugehen. Die persönlichen Erfahrungen mit Kristallen sind immer individuell, aber viele berichten von einer Verstärkung der persönlichen Energie durch das Fokussieren auf den Kristall und die Verbindung mit seinen Energien. Kristalle können beim Manifestieren helfen, aber bedenke den Unterschied zwischen Wollen und Brauchen. Beim Manifestieren gibt es eine feine Linie zwischen dem Universum helfen, Bedürfnisse zu befriedigen und das Universum zwingen wollen, Begierden zu erfüllen. Unerfüllte Begierden sind ein wesentlicher Grund für persönliches Leid. Wenn man etwas unbedingt haben will und das nicht im aktuellen Leben bekommt, zieht man dadurch weitere Inkarnationen an, damit diese Begierden erfüllt oder aufgelöst werden können. Bedürfnisse werden immer erfüllt, wenn Begierden dies nicht blockieren. Aber natürlich muss man auch aktiv daran mitarbeiten, dass Bedürfnisse erfüllt werden. Manche Kristalle wie Zitrin helfen Fülle zu manifestieren, aber wie genau, hängt von dir ab. Letztendlich ziehst du deine persönlichen Erfahrungen selbst an und solange du empfänglich bist, kann Energie in alle Bereiche deines Lebens fließen. Da ist etwas, was ich in meinem Lieblingskristallbuch Love is in the Earth gefunden habe. Ich habe es aber noch nicht selbst ausprobiert. Die Reichweite deines Autos kann angeblich um bis zu 50% steigen, wenn du einen Quarzkristall auf dem Vergaser oder auf der Kraftstoffleitung befestigst. Man kann Kristalle auch an anderen Stellen des Motors und des Autos anbringen, um das Fahrzeug und die Insassen zu schützen. Auch als Skeptiker musst du zugeben, dass Kristalle durchaus faszinierend sind. Warum legst du dir nicht welche zu, sodass du deine eigenen Erfahrungen machen kannst? Probieren geht über Studieren. Wir schauen uns gleich einige der am weitest verbreiteten Kristalle an und erklären ihren spezifischen Nutzen bei der Energiearbeit und auch die verschiedenen Formen, in denen es sie gibt. Fast alle Kristalle sind hexagonal und haben also eine sehr reine Form, die sich auch in der Blume des Lebens wiederfindet. Angeblich gibt es auch sehr seltene Kristalle, die die Form eines Sterntetraeders, also einer Merkaba, haben. Ich habe aber noch nie so einen gesehen. Wenn jemand also Informationen oder Fotos hat, bitte meldet euch bei mir, damit wir sie bei Spirit Science veröffentlichen können. Weiter mit den Kristallformen. Kristalle wachsen entsprechend einer Matrix und miteinander zusammenhängend. Das sieht zum Beispiel so aus und gibt eine große Menge Energie in die Umgebung ab, was also gut ist für das Heim oder den Arbeitsplatz. Die meisten Kristalle laufen zum Ende hin spitz zu. Manchmal findet man Kristalle mit zwei solchen Enden. Diese wachsen einzeln in Lehm und geben dann spezielle Energie von den beiden spitzen Enden ab. Drusen sind Formationen, die auch sehr hilfreich sein können. Das sind mineralische Produkte vulkanischer Blasen. Es gibt kugelförmige Kristalle, die so nicht natürlich wachsen. Aber die Form ist sehr kraftvoll, weil sie in alle Richtungen die gleiche Frequenz abgeben. Wenn man sie bei sich hat, reinigen sie das Energiefeld und füllen die Lücken in der Aura. Man kann auch in einen Kristall schauen, um ein Problem oder eine Situation zu untersuchen. Die Idee vom Wahrsager mit der Kristallkugel ist also nicht einfach aus der Luft gegriffen. Es gibt Kristalle auch in Eiform. Sie eignen sich auch gut zur Meditation oder bei der Reflexzonenmassage, Akupressur oder Shiatsu.
Sie haben eine natürliche Balance der männlichen und weiblichen Energien. Dann gibt es noch Kristallklangschalen. Man lässt sie erklingen, indem man am Rand mit einem Schlägel entlang fährt, was einen faszinierenden Klang erzeugt. Das muss man einfach selbst gehört und gespürt haben. Der Ton und die Frequenzen gehen einen durch den ganzen Körper. Solche flachen Kristalle sind auch gut für die Meditation. Es gibt auch Kristallpendel, die einem dabei helfen können, die eigene Intuition zu entwickeln. Man hält das Pendel in der linken Hand und stellt sich eine Frage und erlaubt dem Pendel dann, sich zu bewegen. Wenn es kreist, bedeutet das Ja, und wenn es sich hin und her bewegt, heißt es Nein. Probier es einfach mal aus. Phantomkristalle sind sehr cool. Solche Kristalle sind auf anderen Kristallen gewachsen. Daher geht eine Spitze quasi nach innen. Sie sind besonders gut geeignet für die Meditation über Erinnerungen aus vergangenen Leben. Das ist ein Trommelstein. Trommelsteine entstehen, wenn ein Rohkristall so lange in einem Kanister geschüttelt wird, bis er ganz glatt ist. Sie sind hervorragend für Kissen oder die Hosentasche geeignet. Stabkristalle werden meist auch per Hand in diese Form gebracht. Manche gibt es in Verbindungen mit anderen Materialien. Sie sind besonders gut geeignet, um Energien bei der Heilung konzentriert einzusetzen oder wenn man ein Kristallgitter anlegt. Schauen wir uns jetzt die Eigenschaften der verschiedenen Kristalle und Edelsteine an. Ich erkläre hier nur die wesentlichen Charakteristiken. Mehr Informationen gibt es an vielen Stellen im Internet. Diese Informationen sind sehr nützlich, wenn man in einen Laden wie diesen hier geht. Achat, der Stärkestein. Mut und Stärke für den Körper und Geist. Gut für die Wahrnehmung und die Präzision. Erdend, energetisch und balancierend. Aquamarin. Emotionale und intellektuelle Stabilität, geistige Klarheit. Beruhigend, hilft bei Ängsten und unterstützt die Ausdrucksfähigkeit. Amazonit. Balanciert die energetischen Körper. Beruhigt, unterstützt die Selbstentfaltung und löst Illusionen auf. Bringt Freude, Klarheit und Verständnis universeller Liebe. Rosenquarz ist der Stein der Liebe. Er balanciert und heilt Emotionen. Kühlt das Gemüt, löst Wut, Schuld und Neid auf und fördert Mitgefühl und Harmonie. Kalzit schafft eine Verbindung zur Natur, hilft bei der Erinnerung an Astralreisen und gegen Angst. Karneol unterstützt Konzentration und Erinnerungsvermögen, fördert Neugier und vertreibt Apathie, stärkt die Verbindung zum inneren Selbst. Lapis Lazuli erweitert das Bewusstsein und den Intellekt, hilft bei Depressionen, schützt und fördert die Kreativität. Rauchquarz verbreitet Negativität und emotionale Blockaden, erdet und beschützt, fördert die Intuition. Quarz ist eine Energiebatterie. Gut für die Meditation, verstärkt Energien und Gedanken, vertreibt Negativität, hilft bei jeder Kommunikation. Amethyst, der Friedensstein, gut für die Meditation und verstärkt übersinnliche Fähigkeiten, beruhigend, beschützend, liebend und inspirierend. Malachit unterstützt Intuition und Transformation, balanciert, klärt Emotionen, Stress und unterbewusste Blockaden. Sonnenstein löst Negativität auf, erdet das Wurzelchakra, verstärkt die maskuline Natur, was sehr praktisch ist, wenn man gerade an einem Projekt arbeitet. Mondstein stimuliert das Selbstbewusstsein und balanciert Emotionen, fördert Intuition und Wahrnehmung, stärkt die feminine Natur und reinigt die Aura. Peridot verbreitet Freude, stärkt und regeneriert, mildert Wut und Neid. Selenit, gut für spirituelle Unternehmungen. Stimuliert das dritte Auge und das Kronenchakra. Bringt Klarheit und erweitert das Bewusstsein. Ein sehr intensiver Kristall. Diese riesigen Kristalle in Mexiko sind auch Selenit. Benutze ihn nicht im Wasser, weil er darin langsam zerfällt. Zitrin ist der Stein der Fülle, der Freude und der Wärme. Energetisierend, fördert das Selbstbewusstsein, stärkt die Konzentration und die Verbindung zum höheren Selbst. Kyanit, Harmonisierung und Stärkung, muss nicht gereinigt oder in die Sonne gelegt werden.
wächst in langen Strängen und wirkt dementsprechend auf den Körper, richtet die Chakren aufeinander aus. Obsidian erdet und schützt vor Negativität, hilft Blockaden zu erkennen und aufzulösen. Turmalin, der Schutzstein, vertreibt Angst und Negativität auf allen Ebenen, inspiriert und steigert das Selbstbewusstsein und das Verständnis. Sodalit hilft klar, rational und wahrheitsgemäß zu denken, unterstützt Kommunikation und kreativen Ausdruck. Tigerauge bringt Leichtigkeit, Optimismus und Klarheit, balanciert Yin und Yang Energien und hilft bei Sturheit. Das waren jetzt nur sehr grundlegende Eigenschaften all dieser Kristalle. Es gibt noch sehr viel mehr Details über sie alle zu erfahren, über ihre Charakteristiken, ihre Energien, die Frequenzen, die sie abgeben und die Kristallstruktur selbst und warum sie wichtig ist. Man kann viel über sie lernen und im Internet findet man sehr viele Infos über diese Kristalle. Jetzt möchte ich über Orgonit und was ich die Kristallbewegung nenne, sprechen. Dazu müssen wir erstmal erklären, was Orgonenergie ist. Einfach gesagt ist es feinstoffliche Energie und nur ein anderer Name für die Energie, die alles durchdringt: Reiki-Energie, Prana, biomagnetische Energie, Qi, weiche Elektronen und so weiter sind alles unterschiedliche Namen für die gleiche Sache. Eine Orgon-Matrix ist eine Orgonit-Kristalllaboratur, die einem bei der Arbeit mit diesen Energien hilft. Orgonit gibt Orgonenergie ab, wenn es stimuliert wird, und kann Energie in der Umgebung umwandeln. Es eignet sich besonders, um negative Energie an einem Ort in einen balancierten und harmonischen Zustand zu transformieren. Daher ist es nützlich, in vielen Bereichen alternative Behandlungen wie der Radionik und anderen traditionellen metaphysischen Methoden. Woher kommt Orgonit? In den 30ern und 40ern konnte Dr. Wilhelm Reich ätherische Energie wissenschaftlich nachweisen. Er nannte sie dann Orgon. Dabei benutzte er einen modifizierten Geigerzähler. Er fand heraus, dass er diese Energie anziehen und sammeln konnte, indem er abwechselnd Schichten von Glasfaser, einer organischen Substanz, und Stahlwolle, einer anorganischen Substanz, übereinander stapelte. Er zog Energien beider Polaritäten an und nannte sie POR, Positive Orgon, und DOR, Deadly Orgon. Er konstruierte eine Vorrichtung, mit der er seine Patienten erfolgreich von verschiedenen Krankheiten heilen konnte, unter anderem Krebs, indem er sie eine gewisse Zeit in eine Orgonbox setzte. 1986 haben Wissenschaftler an der Uni Marburg die Ergebnisse einer Blindstudie veröffentlicht, in der nachgewiesen wurde, dass 30-minütige Behandlungen in einer Orgonbox durchweg physische Auswirkungen auf den Zustand der Testpersonen hatten. Der Psychologe Rainer Gebauer sah darin einen Nachweis für die von Reich postulierten Eigenschaften des Orgonakkumulators. Reich setzte seine Arbeit bis in die 60er mit progressiven russischen Wissenschaftlern wie Dr. Nikolai Kosirev und anderen fort. Dieser hatte ebenfalls die Existenz dieser Energien nachgewiesen. Seine Arbeit führte dazu, dass das sowjetische Militär diese Energiefelder in Bezug auf militärische Anwendungsmöglichkeiten hin zu untersuchen begannen, was zeigt, dass diese erstaunlichen und bahnbrechenden Entdeckungen sowohl für kreative als auch für destruktive Zwecke eingesetzt werden können. Diese Arbeit fortführend hat die moderne Wissenschaft neue Ebenen erreicht bei der Erforschung der dunklen Materie, der Nullpunktenergie und des Vakuumflux. Das ist aber jetzt nicht das Thema. Im Jahr 2000 wurde von Don und Carol Croft eine neue Form von Orgon-Akkumulatoren entwickelt. Sie benutzten dafür organisches Glasfaserharz und Metallchips, gaben dies flüssig in so etwas wie Muffinformen und produzierten eine Substanz, die ätherische Energie anzieht. Wenn man dann noch Kristalle dazu mischt, wird es noch besser. Carol Croft, die diese Energien auch selbst wahrnimmt, fand heraus, dass zusätzliche Quarzkristalle in diesem Mix dazu führen, dass die angezogene Energie direkt ausbalanciert und in durchweg positive Energie transformiert wird. Dies liegt an der stabilen molekularen Struktur von Quarz, die in Harmonie mit der Geometrie des Universums ist. Organische Substanzen ziehen skalare Ladungen an, während metallische Substanzen sie abstoßen. Orgonit zieht diese Bioenergie an, und wenn sie dann im Akkumulator ist, ziehen und stoßen die metallischen und organischen Bestandteile gleichzeitig an diese Energie. Dies erzeugt Reibungsenergie und die Kristalle formen dann eine positive und harmonische Struktur in diesem relativen energetisierten Chaos.
Kristalle und Edelsteine haben alle einen Nutzen, genauso wie Aragonit. Aragonit hilft an Orten, wo viel negative Energie in positive umgewandelt werden soll. Situationsabhängig braucht man dann viel oder wenig Aragonit. Ich will nur noch eine Sache im Zusammenhang mit Aragonit erwähnen, das Tower Busting. Viele Menschen haben persönliche Erfahrungen damit gemacht, dass Sandy-Türme eine dicke Schicht von negativer Aragon-Energie kreieren. Dies beeinflusst unsere Häuser und Gemeinden negativ und stört die Natur, kreiert Angst und so weiter. Ich sage nicht, dass Handytürme für die Negativität in der Welt verantwortlich sind, aber sie stimulieren und intensivieren sie. Dies kann abgemildert werden, wenn man am Fuße dieser Türme Aragonit platziert. Tausende von bewussten und selbstlosen Menschen auf der ganzen Welt haben bereits damit begonnen und quasi die Aragon-Bewegung losgetreten. Dies passiert weltweit und du kannst auch deinen Teil dazu beitragen. Um mehr herauszufinden, besuche orgonite.info, wo auch über die Orgonbewegung gesprochen wird und wie man mitmachen kann. Jetzt zur Kristallbewegung. Du fragst dich vielleicht, ist das so etwas wie die Zeitgeistbewegung oder Occupy, nur mit Kristallen? Naja, nicht wirklich. Es geht jedenfalls darum, dass der Bewusstseinswandel, der aktuell stattfindet, potenziell wirklich harmonisch ablaufen kann. Kristalle sind bewusste Wesen und kommen gerne mal auf der Welt herum. Sie reisen gerne, genauso wie die meisten Menschen auch. Sie fallen manchmal quasi absichtlich aus deiner Tasche und verlassen dich, wenn ihnen danach ist. Man kann auch erspüren, wann ein Kristall bereit ist, dich zu verlassen. Es ist wie beim Menschen, wenn man eine Aufgabe erledigt hat, ist es an der Zeit, weiterzugehen. So ist das auch mit Kristallen. Mir ist das schon oft passiert mit geliebten Kristallen, die woanders bleiben wollten oder mit jemand anderem. Und das ist okay, weil der Kristall dann dort sein muss und eine Aufgabe zu erfüllen hat. Die Kristallbewegung ist die Bewegung von Kristallen auf der ganzen Welt in den Händen der Menschen. Kristalle können mit ihren reinen Frequenzen der Menschheit helfen, auf höhere Bewusstseinsebenen zurückzukehren. Überall auf der Welt fangen Menschen an, einander Kristalle zu schenken, zu Geburtstagen oder bei vielen anderen Gelegenheiten. Was ich mache, ist immer einen Beutel mit Kristallen dabei zu haben, sodass ich sie bei verschiedenen Gelegenheiten weitergeben kann. Wenn mich jemand nach Wechselgeld oder einer Zigarette fragt, sage ich dann: Tut mir leid, ich habe kein Wechselgeld, aber ich würde dir gerne einen Kristall geben. Dann beschreibe ich kurz, was das für ein Kristall ist und wünsche Ihnen alles Gute. Ich kann jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Man verteilt damit buchstäblich kleine Bündel der Liebe, der Fülle und der Einsicht, und wer weiß, wozu es gut sein kann. Es fühlt sich wunderbar an, wenn man Kristalle mit Menschen teilt und in ihre Augen sieht, wenn sie ihren brandneuen Rosenquarz oder Kyanit oder was auch immer in den Händen halten. Es ist einfach ein Akt der Güte. Wenn du schüchtern bist und sie nicht direkt einem Fremden in die Hand drücken willst, kannst du sie auch irgendwo liegen lassen. Jim Carrey hat das häufig mit Geldscheinen getan, auf die er gute Wünsche geschrieben hat. Stell dir das Gefühl vor, wenn jemand seine Schuhe bindet und einen wunderschönen Rosenquarz vor sich sieht. Du kannst das auch tun. Mitgefühl, Liebe und Dankbarkeit sind mächtige Emotionen, und Liebe ist die Kraft, die uns alle zusammenbringt. Wir haben uns jetzt vor allem auf kleinere Kristalle fokussiert. Aber was könnte man mit größeren Kristallen tun? Diese Kristalle sind extrem mächtig und können auf viele Arten nützlich sein. Wenn man sie zum Beispiel in Krankenhäusern platziert, würde das den Menschen helfen, schneller gesund zu werden. Zu Hause können sie Harmonie in der Familie fördern. In Schulen können sie den Schülern helfen, zu lernen und sich als Individuen und in der Gruppe zu entwickeln. Man könnte Kristalle in Obdachlosenheimen platzieren, wer weiß, was passieren könnte. Auch kleinere Unternehmen könnten von Kristallen profitieren. Ich denke, es ist wichtig, dass wir in Kristalle investieren, nicht in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen, sondern wegen ihres positiven Effekts auf unser Leben. Wie setzt man das um? Wir denken, das muss gemeinsam geschehen. Viele Leute können sich gerade die größeren Kristalle nicht leisten, um sie in Krankenhäusern, Schulen und so weiter zu platzieren. Aber kollektiv können wir das organisieren.
Ich möchte jeden dazu ermutigen, diese Informationen hier zu teilen, so dass kollektiv solche Dinge realisiert werden können. Das bringt nicht nur gute Energien, sondern stärkt auch den zwischenmenschlichen Zusammenhalt, wenn man so etwas gemeinsam organisiert. Und wenn ihr solche großen Kristalle irgendwo platziert, macht Fotos und schickt sie uns. Wir veröffentlichen sie dann, um die Kristallbewegung zu dokumentieren. Abschließend noch eine echt abgefahrene Geschichte. Die 13 Maya-Kristallschädel. Was sind sie und wozu sind sie gemacht worden? Ich gebe hier die Infos von Drunvalu Melchisedek weiter, aber es gibt noch sehr viel mehr darüber. Darum geht's im Wesentlichen. Vor 13.000 Jahren, als Atlantis unterging, nahmen die Maya ihren Kalender und verließen Atlantis. Zu dieser Zeit schnitzten sie einen Kristallschädel und hielten eine Zeremonie ab. Eine Person, die darauf vorbereitet wurde, verließ bewusst ihren Körper und begab sich geistig in den Kristall, wo sie für 13.000 Jahre leben würde. Alle 1.000 Jahre wurde wieder so eine Zeremonie abgehalten, und zwar immer mit jemandem, der ein umfangreiches Verständnis des Wissens der Menschheit zu der jeweiligen Zeit hatte, sodass er diese Erinnerungen im Kristall bewahren konnte. Als würde man Daten auf einem Computer speichern. In diesem Jahr, 2012, soll angeblich eine letzte Zeremonie stattfinden, wo alle Kristallschädel zusammenkommen, um dieses alte Wissen wieder in der Welt zu verbreiten, damit wir uns dessen wieder bewusst werden. Your eyes, the warm kiss of the rays bleed.